Willkommen zurück zu einer weiteren blutigen Folge Dead Rising. Freut mich, dass du da draußen wieder Deluxe Remastered mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte blutrünstige Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde, bewerten, kommentieren und das Ganze ein klein wenig zu unterstützen. Frank, ich glaube kaum, dass Dr. Barnaby besonders bereitwillig aussagen wird, wenn sie hier rumtigern. Aber ich tiger doch so gerne. Die Erotik. Ja, der Reiter für Erotikfotos ist irgendwie weg, ne? Gibt's nicht mehr. Weil das wäre jetzt eindeutig Erotik gewesen, weil die wunderschöne Jessie hier, die macht immer so verführerische Posen. Na gut, dann gehe ich mal raus. Greg, Otis. Alle Achtung, da haben sie sich aber einer ausgesucht. Schnell! Gehen Sie sie treffen. Ja, Erotik ist komplett gestrichen worden. Ja, das Spiel wurde angepasst. Leider. Ich verstehe es auch nicht. Das ist eigentlich unnötig. Ich meine, es war jetzt auch nicht so, dass es jetzt irgendwie total verwerflich war, weil da so ein paar kinky Sachen drin waren. Und besonders, wir reden hier von den Japanern. Die sind eigentlich immer sehr, sehr tolerant. Ich meine, schaut euch die Manga-Anime-Szene an. Mehr Sexismus kriegst du nicht. Ich meine, in Japan ist es immer noch total beliebt, wenn ein Mann umgarnt wird von 100 Frauen. Und die auch wirklich sich aufs Peinlichste hergeben. Eine Polizistin ist ein Geschäft in der Wonderland-Klasse rein. Sie hat eine jüngere Frau bei sich, was sie da wohl mit ihr vorhat. Ich weiß gar nicht, darf ich mich entführen lassen für das Panzer-Ending? Ich glaube ja, aber einige sagen nein. Ha. Es wäre schon ganz cool, das mit reinzunehmen. Ist halt ein netter kleiner Story-Drive, den man da machen kann. Boah, ich liebe dieses Eisenrohr. Es ist so schön stumpf. Bong. Hey, Kumpel. Bong. 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 Ich brauche noch Bilder für Kent. Wo ist denn der Fotoladen? Der ist doch hier. Kameras? Dafür brauchen wir... Ach stimmt, die rennen ja jetzt hier rum. Ja, und die könnte ich entführen. Die kann man halt super gut... Achtung, gleich gibt's hier eine Explosion. Und die machen dieses, ja... Die kann man super gut mit der Kettensäge killen. Moment, das zählt nicht? Oh, jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Jetzt bin ich echt enttäuscht. Oh, lass mich mal hier rein. Jetzt hört man die auch in jeder Ecke rumgeistern. Oh, da drüben war ein PP-Stickerchen. Da sammelt euch, ihr illusteren Viecher. Was noch cool wäre, wäre eine Selfie-Funktion, wie im Vierer. Eigentlich ganz funny. Mach ich mir hier die ganze Arbeit, versau mir das ja nicht, Psycho da hinten. Die Sektenspinner. Ah, lass sie mal aufstehen. Ob das reicht für ein funny Bild? Ja. Perfekt. Definitiv. Weiß aber nicht, ob das das nächste ist, was wir brauchen. Perfekt. Was, nur so wenig? Hm. Oder hatten wir das schon mal? Wo ist denn der Sektenhaine? Ich habe keinen Katana mehr dabei, schade. Ich habe gar nichts mehr zu saufen dabei. Guck mal, da hinten rennen sie jetzt rum. Es ist so witzig. Es ist einfach so verdammt witzig. Ja, von denen kannst du dich entführen lassen. Wenn dieses Pulver da kommt und inhalierst es, dann catchen die dich. Dann hast du ein Problem. Aber die sind auch eine geile Quelle zum Leveln. Ja, gut, hier oben stehen sie rum. Wenn du dann mit so einer Kettensäge reingehst. Oh nein. Ja!
Au. Aber damit kannst du richtig schön leveln. Lohnt sich echt, die zu killen. So. Ich frag mich halt, haben die einen Einfluss auf das Ending? Früher hieß es mal ja. Ich weiß es ehrlich nicht genau. Zum Glück kann man ja hier mehrere Speicher anlegen. Wie gut ist das Katana gegen sie? Oh, schon ganz gut. So witzig, dass die dann halt wirklich überall rumlaufen, wenn du erstmal so ein paar damit zustapelst. Oh, haben wir hier noch ein Foto von denen? Der Club. Perfekt. Perfekt. Drama. So. Wir gehen mal hier raus. Machen wir erstmal die Kaufhaus-Cop-Nummer. Die ist nämlich auch ganz witzig. Meine Freunde, ne? Die cruisen hier draußen für immer rum. Also auch später ganz... Ah, ich will nichts spoilern. Später kommen noch ein paar witzige Situationen. Oh, hier ist ein Fisch. Ich hab einen Kerl im Kosmetikladen in der Entrance Plaza entdeckt. Ich glaube, er versucht da wegzukommen, aber jemand scheint auf ihn zu schießen. Ich tippe auf den Scharfschützen. Zwei vierte Arme das nicht durchhalten. Ich habe einen Rentner entdeckt, im Antiquariat in der Entrance Plaza. Irgendwas an ihm ist komisch. Er wirkt viel zu ruhig für das, was hier los ist. So much work to do. Wonderland. Okay, das ist ein Wonderland, ne? Das ist die Entrance Plaza. Beide hier. Ja, wir meinen jetzt erstmal Wonderland. Kick! Ist schon wieder dunkel. Eieieiei. Oh. Erstmal ein Judo-Wurf. Kann man hier nicht sich eine Ding holen? Eine Uzi? Ja, die hängt hier oben. Boah, was gebe ich dafür auf? Bienchen? Werden später auch noch wichtig. So. Uzi ist richtig stark. Ich weiß, ist die immer da oben? Wie das Katan, das weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Boah, ich würde mir voll gern Steak machen. Hat richtig Bock auf ein schönes, saftiges Steak. Hat jetzt sich jetzt wieder rohe Zucchinis reingeknüppelt. Was ein Psycho, ey. Was steht denn hier? Colby's Movieland. Der Kult. Versorgungstunnelschlüssel. Hello, ihr kleinen Zombielinis. Na, hier werde ich blond, ne? Gibt's noch andere Haarfarben? Oh. Boah. Perfekt. Boom. Komme. Das gibt Punkte. Perfekt. Boah, jetzt hätte ich gerne noch ein Bienchen.
Oh Mann. Boah, wie schnell waren das Katana verbraucht? Nee, dagegen gibt's so wenig Waffen. So, ich helfe euch. Alles wird gut. Zumindest für euch, nicht für mich. Oh, das ist ein Bienchen. Ih, hat er mich angehustet? Das ist noch ein Bienchen. So, bitteschön. Noch ein Bienchen. Wie hole ich die da runter? Ich dachte irgendwie alle töten, ne? Yo, Nick! Könnt runter! Tja, klappt wohl nicht. Runterschießen. Geht das? Nee, ich will die jetzt nicht anschießen. Ich weiß es gar nicht mehr, wie man die runterholt. Alter, wie der Kopf eben so hoch geboppelt ist. Ey, 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 wer ballert denn hier? Dankeschön. Ey. Angenehm, dass es Headshots sind, die immer noch zählen, ne? Okay, ich habe keine Zeit dafür. Einfach runterschießen? Oh, ich trau mich nicht. Bald hat das Warten. Ist ja noch eine Knarre? Ab dem 10. Oktober feiern wir drei. Erstmal ganz schnell da oben hin. Da konnte man das irgendwie ausmachen. Das ist ja eigentlich nur so ein Luftgenerator, müsste da irgendwo sein. Hier schon mal nicht. Yo! Hallo? Hallo? Jemand hier? Ihr wollt, ne? Ah, warte mal, gab's hier nicht eine Leiter oder sowas? Stimmt, irgendwie, jetzt erinnere ich mich wieder. Ah, wo? Ah, gut, gehen wir jetzt erstmal hier hin. Werd ich schon noch retten. Boah, die fand ich damals so widerlich. Wen haben wir denn da? Hast du dir schon wieder einen neuen geangelt, du Flittchen? Nein, ich weiß nicht, ich... Bitte, helfen Sie mir! Wir werden gleich sehen, wie schamlos du bist, du dreckiges kleines Luder. Sag Hallo zu meinem kleinen Freund. Nein, aufhören! Hilfe! Officer. Officer, darf ich Sie unterbrechen? Ich meine... Was hat diese Frau denn getan? Das scheint mir ein bisschen... Halt die Schnauze! Wenn du dich unbedingt einmischen willst, fange ich gern mit dir an, bevor sie dran ist. Psych, Alter, Psych. Wow, 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 wow. Joe. Hätte mich nochmal heilen sollen, ha? Huh? Alter, Fat Joe. Au. Okay, das juckt Fat Joe gar nicht. Muss ich wohl mit der Machete ran. Oh, aber ich treffe auch Janet.
Stopp! Alter, sie kann einfach da durch, dieser wandelnde Pudding. Ich bin hier drüben. Sie tasert halt auch die Girls. Willst du sterben? Hast du lieber eine Prügel oder elektrisch? Ich brauche erstmal hier was zu trinken. Na, 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 warum auf Kelly die ganze Zeit? Ich will hier nicht sterben! Du Drecksau! Was hast du überhaupt mit der kleinen Ton? Richtig I. Tut das weh? Diese Schmerzen! Ich werde sterben! Ich kann nicht glauben, dass ein wertloses Stück Scheiße wie du mich... Ist das durch? Lasst mich hier nicht zurück! Alles okay? Vielen, vielen Dank. Das war furchtbar. Alles okay? Alles okay. Oh, ein paar von uns sind jetzt tot. Scheiße, wie sehr kann gut. Man sein? Perfekt. Mal Joe fotografieren. Elektroschocker. Drehkick. Alles okay? So. Blöde Schlampe. Ich hoffe, sie schmort. Alles okay? Damals dachte ich immer, an ihrem Schlagstock wäre irgendwie Kacke. Ein Glück. Und sie hat den Stock genau da hingeschoben. Guck mal, gib mir mal genau das da. Kann ich die damit vielleicht runterwerfen? Ich probiere das jetzt. Auf geht's! Nick! Ja, passt. Mir nach! Saubere Landung. Bist du verletzt? Geht schon. Nimm mich mit. Klar, mach ich. Das Geile ist, mit den Mädels jetzt hier und Sally kannst du Ladykiller machen. Das ist... glaube ich, 7 oder laufen? Keine Ahnung. Oh mein Gott! Ja, nichts passiert. Nein, 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 Kelly! Das gibt es nicht! Auf geht's! Mir nach! Darüber! Oh mein Gott! Alter! Oh nein! Janet, was macht ihr denn hier alle für ein Chaos? Mein Gott, Kelly, wo ist Kelly, wo ist Kelly, wo ist Kelly? Ich bin fast verreckt. War doch nicht nötig. Ich geh kaputt. Auf geht's! Das können die schon alle durch. Auf geht's! Boah, da drüben ist die Mir Psychosekte. Ich geb jetzt erstmal alle ab. Mir nach! Ja, da kannst du gut diesen Ladykiller Achievement machen. Perfekt. Nochmal ein Foto. Boah, habt ihr mir eben gerade einen Schrecken eingejagt? Was soll denn das? Alle da? Hier ist halt nur Mais und so ein Schwachsinn. Braucht ihr noch was? Okay. So. Auf geht's! Auf geht's! Bis sie alle am Weinen und Eskalieren sind. Ey, wir gehen hier lang, ist angenehmer. Mirna! Danke dir. Friss, Janet. Frank, Ronald hat Panik, dass zu wenig zu essen da ist. Er ist drauf und dran, mit ein paar anderen loszuziehen. Bringen Sie lieber schnell was zu essen her, bevor die sich noch alle in Gefahr bringen. Oh, was ich nicht alles machen muss. Auf geht's! Mir hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Mir nach! Alle da? Och, Kelly, ich krieg's kotzen. Was ist los mit Kelly? Ist sie verletzt?
Hä, wo ist Kelly jetzt hin? Ist Kelly plötzlich hier? Ey, ich schwöre. Mirna! Kommt, bitte, bitte, bitte alle mir nach. Weil eigentlich müsste hier jeder ordentlich laufen können. Auf geht's! Ja, du willst auch eine dicke, fette Zucchini im Rachen haben, Nick. Wir haben es alle gelesen und verstanden. Aber es gibt jetzt keine für dich, du Schlawiner. Ronalds Appetit. Oh, bitte verreck jetzt nicht da hinten. Zum Glück sind die dämlich. Auf geht's! Los! Sind die langsam? Sind die verletzt? Ich hab dann schon wieder Stress. Ich muss doch den Scharfschützen und alles hinbügeln. Was ist denn... Oh Gott. Ja, aber es war im Original auch schon so ätzend, wenn mehrere Überlebende dabei waren. Autsch. Auf geht's! Auf geht's! Hier lang, hier lang, hier lang. Ja, mich können sie treffen. Killt sie alle! Oh. Alter, sieht der Zombie widerlich aus. Sehen so ein bisschen wie die Zombies aus Resident Evil 2 aus, ne? Mirna! Ah, es ist so stressig, dass man die auch nicht loswerden kann, wer auch immer sich das überlegt hat. Auf geht's! Darüber! So, ich versuche die abzulenken. Okay, was machst du jetzt wieder dahin? Alter! Lauf doch bitte! Auf geht's! Mirna! Du sollst nicht irgendwelche Zombies verkloppen! Mirna! Mirna! Oh Gott! Jetzt kotzt sich wie ein Sieb, Alter! Oh, ich hoffe, alle sind drin. Wie gesagt, früher war die Reichweite so low. Hier lang. Mirna! Auf geht's! Aus dem Weg. Eigentlich würde ich mir gerne Katana holen. Mirna! Mirna! Darüber! Wenn du jemanden siehst, der nur schlecht vorankommt, hilf ihm oder ihr, okay? Ätzend, ich muss sie wegholen. Geht's ihnen da hinten gut? Ich glaube, ich die Uzi mitgenommen. Mirna! So, mir nach, mir nach, mir nach. Mirna! Mirna! Hey, Mirna! Guck mal, das wäre doch bestimmt voll das coole Profilbild. Was? Mirna! Halt die Schnauze, Kelly. Perfekt. Mirna! Ich weiß nicht mal, ob es Kelly gesagt hat, aber wer auch immer es gesagt hat, Fresse. Mir nach! Mir nach! Mir nach! Nee, hä? Auf geht's! Die sich auch gegenseitig alle anrempeln. Da gehst du seelisch kaputt. Mir nach! Also mal hier rein. Natürlich, natürlich. Haut doch hier euch nicht gegenseitig auf die... Frank West ist... What? Oh Gott, wie ich es hasse. Habe ich nicht noch volles Leben? Nee, habe ich nicht. Oh, ich habe nicht auf mein Leben geachtet, weil ich nur auf die Leben der anderen geachtet habe. Früher hättest du jetzt versaut. Jetzt hättest du komplett von vorne anfangen können.
von deinem letzten Speicherpunkt. Der liegt bei mir jetzt auch wieder die ganze Folge zurück. Jetzt hätte ich alles neu machen müssen. Hier ist es super gnädig, wie gesagt. Auf geht's! Oh, bitte beeilt euch. Ich hasse es, mit so vielen Überlebenden unterwegs zu sein. Und glaubt mir, wenn ich ihnen allen eine Waffe geben würde, wäre es auch nicht schöner. Ist hier irgendwas zu essen? Kann ich bitte... Ja, ich hab noch den Kolben. Wir können hier alle Klamotten anziehen, die wir wollen. Ihr seid so ätzend. Ich hasse euch alle so. Ist nichts zu essen. Ich hab nichts mehr. Ich bin tot. Oh Mann. Ich muss jetzt durchkommen, ohne Leben zu verlieren. Ich hab nur einen Maiskolben. Ja, ich muss da aufmachen und direkt mit der Machete oder mit der Kette. Ja, man kann auch den Aufzug aktivieren, aber die müssen halt auch alle wirklich gut in der Nähe stehen. Auf geschissen jetzt. Das Ding. Ein Gnadenleben. Auf geht's! Etwas Gutes hat es ja. Wir können hier alle Klamotten anziehen, die wir wollen. Und müssen nicht bezahlen. Come on! Hilfe! Hilfe! Alle da, alle da, alle da. Ich will... Oh Gott sei Dank. Bitte. Seid jetzt alle einfach hier. Auf geht's! Uff. Auf geht's! Es war die Hölle. Bin ich K.O.? Frag mich mal. So Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich mache jetzt mal hier ein Safe Game, dann lasse ich mich mal entführen. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das cool ist oder nicht. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.